Während gestern naturgemäß der Iran im Fokus stand, sind heute wieder zwei Zombies aufgetaucht, nämlich der Repo-Markt und China, nämlich der Handelsdeal. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ja, was ist da eigentlich los? Es tut sich nicht so wahnsinnig viel an den Märkten. Okay, die US-Amerikaner können überwiegend, vor allem Dow Jones und S&P, nicht anschließen an die gestrige Rallye, die dann von etwas tieferen Verlusten vorbörslich noch zu Gewinnen an der Wall Street geführt hatte. Der DAX hat das gestern nicht so geschafft. Heute ist es so, dass der DAX sich ganz ordentlich hält. Die Amerikaner mit etwas mehr Schwierigkeiten. Und das liegt so ein bisschen auch an China. Schauen wir uns mal hier diese Geschichte an. Da hat sich nämlich die Global Times wieder geäußert. Und man sagt sich, ja, da sind ja noch einige Sachen zu klären in Sachen Handelsdeal. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man jetzt am 15. Januar, also praktisch in gut einer Woche, diesen Handelsdeal unterschreiben will. Nach wie vor geht es wohl um das Volumen der Landwirtschaftskäufe. Man denkt, eigentlich hat man sich da geeinigt. Robert Lighthizer hat doch gesagt, ja, 40 Milliarden müssen es sein. Jetzt heute Nacht der Bericht in der Straits Times, wonach man Reis, Korn, Wheat und all diese Geschichten nicht verstärkt kaufen wird seitens der Chinesen. Also es ist so ein bisschen unklar. Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, hat dann gesagt, ja, okay, ich gehe schon davon aus, dass jetzt die chinesische Delegation dahin reist am 13., dass da irgendwas passieren wird. Aber es sind doch so ein bisschen Zweifel da und die Wall Street hat zumindest zwischenzeitlich auf diese Zweifel reagiert. Und dann haben wir Repo. Diese alte Geschichte Geldmarkt, man hinterlegt Anleihen, bekommt dafür dann Cash am nächsten Tag oder je nachdem, wie lange die Laufzeit ist, bekommt man dann die Anleihen zurück und zahlt das Cash zurück mit einem Zinssatz. Da gab es ja diese Verspannungen, diese herben Verspannungen im September. Kürzlich hatte die Notenbank FED gesagt in ihrem FOMC-Protokoll, naja, so ab Mitte Januar wollen wir uns zurückziehen, aber wenn wir sehen, was da heute passiert ist, nämlich die FED hatte 99 Milliarden Dollar in den Markt pumpen müssen. Das Ganze bei sogenannten Term Repos, also Repo-Aktionen, die ein bisschen länger dauern, in diesem Fall 3 Wochen. Dementsprechend das Angebot riesig, die Nachfrage war sogar noch größer. Mithin hat also die FED nicht alles bedienen können. Und das sorgt dafür, dass so diese alten Zombies, die die Märkte schon so ein bisschen vergessen haben, doch plötzlich wieder da sind. Handelsdeal war ja eigentlich schon völlig eingetütet und jetzt eben der Repo-Markt, aber natürlich heute auch der Iran im Fokus. Wir haben heute Drohungen gesehen seitens der Iraner, seitens eines hohen iranischen Generals, so muss es heißen, der gesagt hat, wir haben 13 Wege, wie wir die Amerikaner attackieren können. Jeder wird zu einem historischen Albtraum für die USA. Dann hatten wir das Parlament in Teheran, das den Kurzmilizen, deren Chef, der getötete Soleimani war, nochmal 200 Millionen Dollar extra zur Verfügung gestellt hat, eben für diese Rachemaßnahmen und. Aussagen des Polizeichefs durch die Bank hat man hier sich harsch geäußert. Beim Begräbnis von Soleimani in seiner Heimatstadt kam es ja zu dieser Massenpanik mit über 30 Toten. Jedenfalls auch die Iraker, die sagen sich, naja, die Amerikaner haben doch gesagt, sie ziehen ab. Das Pentagon sagt, nee, das war ein Fehler, etwas merkwürdige Geschichte. Es gab ja heute Nacht die Meldung, dass die USA wirklich beginnen würden, sich aus dem Irak zurückzuziehen. Später hat man gesagt, nee, das war gar nicht so gemeint. Die irakische Ministerpräsident sagt, doch, doch, das haben wir genauso verstanden. Wir gehen davon aus, dass das auch so passiert. Also man meint es ein bisschen ernst. Paradoxerweise, ich hatte es gestern schon gesagt, ist das letztendlich das, was eigentlich Soleimani erreichen wollte, nämlich, dass sich die Amerikaner aus dem Irak zurückziehen. Was haben wir noch? Wir haben interessante Entwicklungen an den Märkten. Hier zum Beispiel sehen wir, dass es mit den Einkaufsmanager-Indizes wieder so ein bisschen nach oben geht. Das war ja etwas, was die Aktienmärkte eingepreist haben, schon lange eine deutliche Erholung eingepreist haben. Nun ja, jetzt haben wir hier so ein kleines Erhöhlungchen, könnte man fast sagen. Also ein bisschen was geht nach oben. Wir haben heute den ISM-Index Dienstleistungen gesehen aus den USA. Besser als erwartet, nicht viel besser als erwartet, aber ein bisschen besser als erwartet, obwohl die entscheidenden Unterkomponenten wie Auftragseingänge schwächer waren wie im Vormonat. Und wir sehen, dass interessante Entwicklungen auch in Sachen China
und Emerging Markets der Fall sind. Die Investoren werden bullish in Sachen China, nicht unbedingt, weil die Wirtschaft so toll läuft, sondern weil man sich sagt, naja, die haben noch jede Menge Spielraum, um die Geldpolitik zu lockern. Kürzlich ja die Senkung des Einlagezinses um 0,5%, da ist man noch bei 13,5%, also meilenweit entfernt etwa von den Europäern. Da hat man 1% Einlagesatz, sprich den Satz, den man hinterlegen muss als Bank, wenn man einen Kredit vergibt. Dann haben wir eben auch sehr starke Zuflüsse in Emerging Markets hier von Investoren. Da sind im Dezember über 30 Milliarden Dollar reingeflossen, im November waren es nur 19. All das zusammen führt zu folgender Situation hier etwa beim Dow Jones, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, der ist aktuell 28.592 Punkte. Wir sehen, dass es hier so ein bisschen runterkippt, dass so ein bisschen die Euphorie weg ist. Es gab heute dann wieder mal das jüngste Gerücht, nämlich, dass Warren Buffett Anteile an Boeing erwerben würde und bums ging es mit der Aktie nach oben. Wahrscheinlich natürlich fake, um die Märkte so ein bisschen zu manipulieren. Jedenfalls sehen wir, dass es nicht so wirklich hier vorangeht für die Amerikaner, auch der Nasdaq. Nicht wirklich mit deutlichen Gewinnen, aber er hält sich so um und bei der Nullerzone, während der S&P 500 leichte Minus ist, so minus 0,2, minus 0,3% aktuell bei 3.237. Der DAX dagegen etwas besser, der schließt den Xetra-Tag mit einem Plus ab, aktuell 13.209, auch keine Riesensprünge. Es tut sich heute nicht so wahnsinnig viel am Markt. Heute Morgen so ein bisschen Verunsicherung durch die Drohung der Iraner, das hat man dann aber schnell ausgepreist. Dann ging es wieder deutlich nach oben, nach unten dagegen ging es für die Gemeinschaftswährung, den Euro-Dollar bei 1,1145. Wir sehen, dass Gold sich gut halten kann, wenn es denn kommt. Da ist es, 1572. Wir waren ja praktisch fast schon dabei, das Gap zu schließen, das Soleimani ist getötet, Gap. Jetzt geht es wieder so ein bisschen nach oben und wir sehen das amerikanische Crude Oil, das unter Druck ist, das verliert heute. Und hier sind wir schon praktisch jetzt wieder unterwegs in Richtung des Bereichs um 60 Dollar, noch deutlich drüber, aber das sieht doch nicht mehr so super bullisch aus jetzt mit 62 Dollar und 24. Also so ein bisschen ein Tag zum Durchschnaufen. Nach wie vor unklar, was wird der Iran jetzt wirklich machen? Wird diese ganze Geschichte, dieses ganze Pulverfass im Nahen Osten nochmal Feuer fangen? Ja, nein. Die Wall Street sagt sich, wir gehen davon aus, dass es nicht der Fall ist. Und wenn, dann haben wir die Fed, die wird uns retten. Nur was wird ein Zinssenkungsschritt durch die Fed an einer eskalierenden Situation am Nahen Osten ändern, wo die Amerikaner möglicherweise sogar in einen handfesten militärischen Konflikt reingezogen werden. Das bleibt unbeantwortet. Nach wie vor extrem bullische Stimmung, nach wie vor alle All-In. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Ich wünsche einen guten Feierabend und sage Servus und Ciao.